Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich mit euch wieder was Geniales. Und zwar haben wir ja gesagt, wir nehmen euch über den Sommer, wollen wir euch so ein bisschen im Urlaub mitnehmen. Oder beziehungsweise ja, Urlaub, aber einfach auch so Sommerrezepte für euch bringen, die einfach euch auch den Sommer natürlich verschönern und euch einfach so die Auszeiten, die man doch hoffentlich oft im Sommer mal hat, um die auch kulinarisch lecker und gut zu nützen. Und dafür habe ich mir jetzt was einfallen lassen. Und zwar machen wir uns einen mega, mega leckeren Eiskaffee. Einen blitzschnellen Eiskaffee, wirklich blitzschnell. Und warum ist der jetzt so genial? Er ist so genial aus dem ganz, ganz einfachen Grund, weil ihr eigentlich nichts dafür braucht, weil ihr keinerlei Vorbereitungen machen müsst dafür. Das heißt, ihr seid jetzt unterwegs, ihr kommt heim, es ist voll heiß, ihr habt Bock auf Eiskaffee. Was ist dann immer so die Problematik? Ja, ich habe keinen kalten Kaffee, ich habe kein Vanilleeis daheim, oder kein Instant-Kaffeepulver, oder ich mag kein Instant-Kaffeepulver, und so viele Rezepte sind mit dem. Ja, also das sind alles so Dinge, die oft stören daran, dass man sich einfach mal schnell was Gutes gönnt und einen schnellen Eiskaffee macht. Mitunter ist der jetzt auch noch echt kalorienarm. Er ist super lecker und ihr kennt wirklich die Menge, ihr kennt den Zucker, die Süße, all das könnt ihr nur mitbestimmen für euch selbst. Also was soll es jetzt Besseres geben? Nur mehr Argumente habe ich nicht für meinen mega geilen Eiskaffee, aber ich zeige auf jeden Fall jetzt her für euch, wie ihr ihn macht und wie es euch damit hoffentlich den ein oder anderen Sommertag versüßen könnt. Ihr braucht dazu Milch, einen heißen, aufgebrühten Espresso, also der kann heiß sein, der kann schon 10 Minuten gestanden sein, er muss auf jeden Fall frisch aufgebrüht sein, das heißt, ihr braucht nicht irgendeinen kalten Kaffee im Kühlschrank parat, um das jetzt braucht, nein, ganz normaler Kaffee, Espresso, bisschen Zucker und Vanillezucker und dann hole ich mir nur, wenn es zum Einsatz kommen, frisch meine Eiswürfel. Das ist das Einzige, was wir brauchen, es geht so ein bisschen in Richtung Frappé, ist aber komplett anders als alles, was ihr eigentlich jetzt kennt, weil wir haben Dalgona kennt jeder, einen gerührten Eiskaffee mit Sahne, mit Vanilleeis, es kennt jeder, mit kaltem Kaffee, Vanilleeis serviert, kennt jeder. Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, aber ich finde nichts so Schnelles wie dieses da. Kein Vanilleeis, kein kalter Kaffee vorbereitet, kein Instant-Kaffeepulver. Wenn das nicht wirklich einfach Thema ist, mega schnell, dann weiß ich es auch nicht. Wir starten und zwar eigentlich sehr einfach, indem wir unsere Zutaten bis auf die Eiswürfel, gehen wir in den Mixtopf. Ihr könntet übrigens, wenn man in Richtung Frappé geht, da gehört eigentlich immer Sahne oben drauf und ein bisschen Deko mit Schokosauce, mit Kakaopulver. Ich werde euch das nachher auch fürs Foto definitiv nur Sahne schlagen. Werde das aber jetzt im Video auslassen, weil ihr es nicht müsst. Und ich weiß, es sind viele, die was das einfach auch gar nicht wollen. Entscheidet das an dem Punkt für euch selbst. Ansonsten schlagt euch jetzt mit dem Rühraufsatz die Sahne einfach steif, dass die in einen Spritzbeutel im Kühlschrank parat stellen und das damit dann am Ende dekorieren, wenn ihr denn Sahne wollt. Ich verlinke euch da gerne das Video zum richtigen Sahneschlag mit dem Thermomix, damit ihr da auch noch eine Hilfestellung habt, wie ihr das macht und wie das funktioniert. Und dann könnt ihr da auch loslegen. So, Milch kalt in den Topf. Da ist der Vorteil, Milch ist grundsätzlich kalt, braucht es keine Vorbereitung treffen. Dann kommen Zucker und Vanillezucker. Da könnt ihr wirklich die Süße jetzt eurem Geschmack anpassen. Und das finde ich voll wichtig, weil es gibt echt viele, die sagen, ich mag dieses ganze süße Zeug nicht. Anderen ist dann wieder was viel zu wenig süß. Macht das das erste Mal so wie ich. Der ist relativ wenig süß. Aber er hat eine Süße. Wenn ihr auf der süßeren Seite seid, dann mehr Zucker rein. Ist kein Problem. Passt nur auf. Ihr könnt es auch natürlich von der Menge her ein bisschen mehr machen. Dann passt euch immer einfach die Menge an Zutaten und Zucker parallel an. So, jetzt der Kaffee da rein. Da könnt ihr die Stärke natürlich auch mitbestimmen. Also ein bisschen mehr geht noch. Da ist nicht zu viel rein. Und dann wird das Ganze jetzt für eine Minute
auf Stufe 2,5 vermischt. So, an dem Punkt kommen jetzt meine Eiswürfel zum Einsatz. Die kommen jetzt da dazu. Und jetzt wird es richtig schaumig und gemixt, und zwar für 30 Sekunden auf Stufe 8. Zu guter Letzt braucht ihr dann nur ein nettes Glas, wo ihr das servieren könnt. Was möchte ich jetzt noch dazu sagen? Also er ist voll schön aufgeschäumt. Ihr seht das jetzt gleich beim Rausleeren. Ihr könnt das Ganze mit Alkohol verfeinern. Das heißt, ihr könntet da jetzt ein Baileys zum Beispiel mit reingeben. Das macht, wenn man das will, kann man das auf jeden Fall damit nur ein bisschen zu ganz was anderem einfach produzieren oder machen. Für Kinder könntet ihr das natürlich mit am Kakao, wenn ihr euch einfach die Menge statt Kaffee Kakao anrührt, könnt ihr auch eine Eisschokolade machen, weil einfach es wird dann auch relativ wenig süß durch das, dass ihr ja die Kakaomenge relativ gering haltet, weil der wird ja dann wieder mit Milch gestreckt und somit habt ihr diesen leichten Kakaogeschmack. Schmeckt auch super lecker übrigens. Und wenn ihr den Baileys nicht drinnen haben wollt, dann macht die Sahnehaube oben drauf und dekoriert es mit Baileys oder Schokosauce. Oder mit nichts. Also wie ihr seht, völlig egal. So, da kommt jetzt einmal der Kaffee an sich raus und jetzt kommt der Schaum. Der Frappé-Schaum. Und den zeige ich euch jetzt da nur mal so ein bisschen. Also er so eine richtige Schaumkrone. Richtig schön aufgemixt. Und einfach nur mega, mega, mega. Deckel drauf, könnt es natürlich mit Schlag verfeinern und genießen. Einfach sowas Gutes, so schnell, so einfach, so lecker. Und ich bin jetzt auf eure Kommentare gespannt. Ich freue mich schon, von euch zu hören, ob ihr das nachgemacht habt, ob es euch geschmeckt hat. Freut mich wirklich und wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Genießt den Sommer. Ich wünsche euch ganz viele schöne Sommertage mit ganz viel leckeren Frappé. Oder Eiskaffee. Egal. Lasst es euch schmecken. Tschüss. Boah, und Achtung, Suchtgefahr. Ich werde ihn jetzt austeilen.